Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin. Heute habe ich für euch das Starter Pack der Euro 2024 von Tops hier, die Trading Cards. Ja, ich weiß gar nicht, was sie gekostet hat. Ich glaube, ja, hier 9,99. Was sich da alles drin verbirgt, sehen wir nach dem Intro. Ja, also ich habe mir noch das Starter-Pack hier gegönnt, der Euro 2024 von Tops. Da habe ich ja auch schon ein paar Booster geöffnet. Was haben wir denn hier alles so drin? Wir haben Sammelmappe, Checklist, Doppelspielfeld, Magazin und zwei Päckchen. Drei Limited Edition Karten, vier Taktikkarten, eine besondere App, Prämienkarte. Ja. Da haben wir hier noch ein paar Spieler hier. Musiala sehe ich. Christian Eriksen, Harry Kane. Ah, hier, CR7. Das hier müsste Kamavinga sein. Hoffe ich mal, wenn ich nicht falsch sage, hier Kevin De Bruyne. Und der Niederländer fällt mir jetzt nicht ein. Hier weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht weiß einer von euch. Und der hier. Und da oben der. Der hier, der hier. Der und der. Fällt mir nicht ein. So, drehen wir mal rum. Die ganze Chose. So, hier sieht man schon, was ein bisschen drin ist. Hier die zwei Packs. Die Mappe. Na. Das Spielfeld, sammeln wir dann irgendwie das Album hier, also die Zeitschrift, wo da drin ist. Ach, wir öffnen es einfach mal. So. So, packen wir das mal alles aus. Kommen wir erstmal die Mappe hier zum Vorschein. So. Dann haben wir hier noch die ganzen Inlays und die Magazin und dann kommen noch hier die Booster und alles. So, der Müll kann weg. So, hier haben wir die Booster. Hier müssten die Nimmis drin sein und die Taktikkarten. Und hier sind noch die zwei Booster. So, hier ist die Checkliste. Ja. Dann haben wir hier, glaube ich, was ist das hier? Ah, das ist das Gameboard. Das Gameboard kennt man ja eigentlich. Ist ja nichts Neues in den Starter Packs. Und dann müsste das hier die Rückseite sein, jawohl. So. Und dann haben wir hier noch die Spielanleitung, aber tschi, wer spielt das schon? Also ich nicht mehr. Ich sammle das nur. So, wir machen das hier mal rein. So. Bin mal gespannt, ob es oben übersteht, wie immer. Oder ob sich hier mal was getan hat. Naja, ein bisschen steht es noch über, aber okay. Kann ich mit leben. So, hier hinten noch rein. So. Ich weiß aber nicht, ob ich es voll kriege. Mal gucken. Ich habe es einfach mal geholt, weil ich eh schon so viele Karten habe. Die liegen noch hier, der Stapel. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Mappen-Update machen. Also wenn wir die hier geöffnet haben, habe ich ja noch mehr. So, dann schauen wir uns mal noch schnell das Magazin hier an. Da steht ja die Spielanleitung eigentlich. Base-Karten, die kennt man ja. Na hier, Blue Crystal Parallels sind das. Ich habe mich jetzt mal gefragt, was das für welche sind hier. Rainbow Folienkarte oder Foilkarten. Emerald Parallels. Holographic Foilkarten. Legend Signature Style. Oh. Ja, geil, geil, geil. Ich halte es mal ein bisschen so. Black Edge Karten. Oh, die sind bestimmt richtig nice. Die sehen bestimmt cool aus. Haben wir die Chrome Shield Karten, die sind auch geil. Ich weiß nicht, ich habe noch keine gezogen. Ich habe noch nicht so viel geöffnet.
So, die Energy-Karten, die sehen auch richtig hammer aus. Dann haben wir die Limited Edition-Karten. Da habe ich, glaube ich, schon eine oder zwei. Dann haben wir hier noch exklusive Tin Limited Editions. Okay. Tins habe ich jetzt noch keine. Original-Autogrammkarten. Wie gibt's denn da alles? Ach Gott, gibt's da. Dass die ganzen Namen da unten drin da sind. Oh ja. Was haben wir denn noch hier? Original-Kombo-Autogrammkarten. Also mit zwei Spielern. Geil. Relic-Karten. Centurion-Relic-Karten. Centurion. Ach, Aufgebot, okay. Das sind dann die Spieler. Dann haben wir noch die Leader-Relic-Karten. Oh, die sind auch nicht schlecht. Exklusiv in der Displaybox. Carrier Celebration Chrome Card. Ach du Scheiße. Das sind die in jedem Display. In jedem Display? Ich weiß nicht. Haben wir die Golden Treasure Karten Päckchen. Und so, hier sammelt sie alle. Sind das hier die Sticker oder? Ja, ne. Doch hier, Sticker-Sammlung, okay. Da bin ich ja schon dran, es voll zu kriegen, aber ich mache ja die Shorts hier mit den Spielen für die EM. Das sind aber noch keine Orakels, das sind einfach nur mal so Prognosen, weil ich nicht wusste, was ich sonst so bringen sollte. Scheint aber gut anzukommen, mache ich auch weiter. So, wir haben hier Blue Ice Limited Edition Garden, okay, geil. Gold Rush Ultra Limited Edition Karten. Dann haben wir hier das mit der App. Die App habe ich mal gespielt, aber ach, da bin ich raus. Dann haben wir 8 Karten pro Päckchen, 2,50 Euro. Ja, 10 Euro für so eine Tin. Mit etwas Glück ultra seltene Rally-Karten in Tins finden. Okay. 31 Karten pro Booster-Tin. Okay. Was sind die kleinen Tins, glaube ich? Und hier sind, glaube ich, die Big-Tins, oder? Die Pro-Mega-Tin. 48 Karten. Dann haben wir hier 34 Karten pro Mega-Multipack. Multipack habe ich noch keins gehabt. Und dann gibt es hier noch dieses Eco-Pack. Habe ich auch noch keins gehabt. Ah. Wer kann sich das noch alles leisten? Da haben wir, was haben wir hier jetzt noch? Demnächst. Neue Update Mega Multipacks. Neue Tournament Celebration Box. Was gibt es hier noch? Premium Packs im Anflug. Neue Golden Glory Packs. Okay. Eieiei. Und das war's mit dem Magazin. Dann werden wir uns jetzt noch anschauen, wen wir hier so drin haben. Den behalten wir uns zum Schluss auf. Wir gucken mal in dem ersten Booster hier. So. Gucken. Ich guck mal, ob man hier alles. Ja, ist ja wieder alles verdreht. Wie immer. So rum. Alter, was ist denn hier los? So. Hier haben wir die Free Digital Card. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen könnt. So. Dann haben wir hier Andreas Skov Olsen. Dann haben das mit der Kamera hier. Oliver Chiru. Will ich irgendwie nicht. Dann haben wir hier Bonucci als Centurion. Dann haben wir hier von Kroatien Guardiol als Hero. Oh, was haben wir hier? Ultimate. Oh. Virgil van Dijk von den Niederländern.
Nice, nice, nice. Dann haben wir hier noch Fabian Ruiz. Und dann haben wir hier noch Stanisic von den Kroaten. Und dann haben wir hier noch Niklas Süle. Das sieht ja noch richtig schlank drauf aus. Irgendwo habe ich doch jetzt ein Bild gesehen, das so aussieht wie so ein, was weiß ich, eine laufende Tonne. Ja gut, nicht richtig fett, aber er hat sich ein bisschen was angefressen. Ja. So, wieder alles richtig drehen. So. So, ey. Gibt's denn das? So. Die guten Karten nach hinten. So. Wir haben hier wieder so einen Code. Weiß ja nicht, ob das euch was bringt. Da haben wir hier Fratesi. Hallo Kamera. Aha. Fratesi. Seht man mich noch? Dann haben wir hier McLean von Schottland. Dann haben wir hier Viola. Dann haben wir hier Gudelji, oder ja, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Tadic als Captain-Karte. Dann haben wir Hero-Karte mit Petri von den Spaniern. Dann haben wir hier noch Rodriguez von der Schweiz. Oh, da haben wir hier eine Energy-Karte. Wow. Jeremy Doku von den Belgiern. Die sehen ja mal richtig geil aus. Also ich finde die richtig nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet hier. Geil. Ja. Und dann gucken wir noch hier in den Booster. Weiß nicht, was mit meiner Kamera ist. Okay. So. Weiß ja nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. So, da haben wir hier Wonder Kid, Jude Bellingham, Limited Edition. Dann haben wir hier die Referee Card. Dann haben wir VR. Dann haben wir hier die Agent Card. Dann haben wir die Injury Card. Dann haben wir hier Limited Edition Cristiano Ronaldo Euro Elite. Warum? Naja. Man sieht es aber. Da haben wir noch eine Power Limited Edition mit den ganzen Spielern, wo auch hier drauf sind. Sieht nice aus. Cool. Das ist die LE1, oder? Ja. LE1. Nice. Ja, das war das Starter Pack hier. Der Euro 2024 von Topps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst kostenlos ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.